Wir sprechen hier also von einer grausamen Tradition aus Deutschland bzw. Europa und aus der vorislamischen Zeit. Damit sind unter anderem auch die sogenannten Clans gemeint. Also mit anderen Worten, Falschparken ist Clankriminalität, wenn du den falschen Nachnamen hast. Sippenhaft ist eine Kollektivstrafe, die sich auf Familienangehörige und Verwandte des eigentlich Verurteilten erstreckt. Das heißt mit anderen Worten, dass wenn du eine Straftat begehst, nicht nur du, sondern deine Familie, sprich deine Eltern, deine Geschwister, deine Ehefrau, deine Kinder, auch bestraft werden. Und im Englischen gibt es hierfür die wörtliche Übersetzung Kin Punishment. Was aber interessant ist, ist, wenn man auf Wikipedia sich das mal anschaut, gibt es im Englischen zwei Artikel. Einmal unter Kin Punishment und einmal extra ein Kapitel oder ein Artikel mit dem Titel Sippenhaft. Und dann steht hier oben auch ein kleiner Verweis, wo gesagt wird, dass dieser Artikel über die deutsche Tradition oder Praxis handelt. Und das liegt daran, dass eben genau diese Sippenhaftung, diese Sippenhaft, gängige Praxis und auch geltendes Gesetz im Mittelalter in Deutschland war. Auch im nationalsozialistischen Deutschland fand die Sippenhaft Anwendung. In der Regel wurden dann die Verwandten von Regimegegnern in Konzentrationslagern gesteckt. Hierfür gibt es auch viele bekannte Beispiele, wie zum Beispiel das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juni 1944, wo im Anschluss nicht nur die Attentäter, sondern auch die Verwandten, Familienangehörigen und auch Nahestehende, unter anderem auch Kinder, in Sippenhaft genommen wurden. Und diese Praxis gab es auch im Kolonialismus. Wie wir im letzten Video über den Putsch in Niger und Frankreichs Kolonialgeschichte bereits erwähnt hatten, schaut euch das Video gerne an. Frankreich setzte demnach diese Kollektivstrafen in dem Sinne um, dass sie Mitglieder eines Stammes bestraft haben, nur weil sie Mitglied dieses Stammes sind. Und auch heute gibt es noch Orte, in denen die Kollektivstrafe Anwendung findet, beziehungsweise die Sippenhaft umgesetzt wird. Beispielsweise in Nordkorea oder, ihr ahnt es vielleicht schon, in Israel. Unter den sogenannten Antiterrorregeln soll das Haus der Familie eines Palästinensers zerstört werden, wenn er einen Juden verletzt. Und den Verwandten werden die Pässe entzogen und noch weitere Strafen. Aber das gilt natürlich nicht andersherum. Das Ding ist, wir sprechen hier von Orten wie zum Beispiel dem Westjordanland. Mit anderen Worten, wenn sich ein Palästinenser im von Israel, auch aus Sicht des Westen, rechtswidrig besetzten Westjordanland gegen den Besatzer wehrt, wird er samt seiner Familie und den Kindern kollektiv bestraft. Das ist Sippenhaft. Übrigens gab es die Sippenhaft auch schon in der vorislamischen Zeit und wurde durch den Islam für nichtig erklärt. So sagt Allah Ta'ala im Koran, jede Seele erwirbt nur gegen sich selbst. Keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Und der Prophet ﷺ hat gesagt, kehrt nicht nach mir zum Unglauben zurück, indem ihr euch gegenseitig auf den Hals schlagt. Kein Mensch darf für die Verbrechen seines Vaters oder seines Bruders bestraft werden. Wir sprechen hier also von einer grausamen Tradition aus Deutschland bzw. Europa und aus der vorislamischen Zeit. Und genau mit dieser Tradition will offenbar zumindest das Bundesinnenministerium um Nancy Faeser von der SPD nicht brechen. Denn wie Anfang August aus einem Diskussionsentwurf vorgeht, wird vorgeschlagen von ihr, dass die Sippenhaft wieder eingeführt wird. Natürlich nicht für alle Menschen, sondern nur für die Menschen, die zu einer bestimmten Familie angehören. Auch wenn sie selbst nicht straffällig geworden sind. Und selbstverständlich nennt Nancy Faeser das nicht beim Namen Sippenhaft. Lasst uns mal genauer schauen, was in diesem Diskussionsentwurf drin steht. In der Pressemitteilung heißt es, der Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Rückführung sieht unter anderem Verbesserungen bei der Durchsetzung von Einreise- und Aufenthaltsverboten sowie der Abschiebung von Straftätern und Gefährdern vor. Es geht ja also im Endeffekt darum, straffällige Ausländer und Gefährder schneller und besser abschieben zu können. Und hier wird in Punkt 6 des Entwurfs vorgeschlagen, den Paragraph 54 des Aufenthaltsgesetzes zu verändern. In diesem Paragraph wird festgehalten, wann das Ausweiseinteresse der Bundesrepublik so schwer wiegt, dass eine Abschiebung geboten ist. Und bisher waren das zum Beispiel schwere Straftaten oder die Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Gründe, die eine Abschiebung legitimiert haben. Und in diesem Punkt 6 des Entwurfs wird nun ein weiterer Tatbestand vorgeschlagen, und zwar die Angehörigkeit zu Gemeinschaften der organisierten Kriminalität. Damit sind unter anderem auch die sogenannten Clans gemeint. Demnach sollen Menschen, die einer bestimmten Familie angehören, die als Clan bezeichnet wird, abgeschoben werden dürfen, auch wenn sie selbst nicht straffällig geworden sind. Zwar hat Nancy Faeser das Ganze versucht zu relativieren und meinte, dass man hinreichende juristische Anhaltspunkte benötige, um eine Mitgliedschaft in einem Clan zu bekräftigen und damit auch diese Person abzuschieben. Aber hier haben sich ja schon zahlreiche Anwälte und Juristen auch gemeldet und darauf hingewiesen, dass dieser Vorschlag einer Sippenhaft gleich bzw. die Gefahr der Sippenhaft vorherrscht. So unter anderem auch die Vorsitzende des Ausschusses Migrationsrecht vom Deutschen Anwaltsverein Gisela Seidler. Dass die Sippenhaftung in Deutschland verfassungswidrig ist, sollte jedem klar sein.
aber da Nancy Faeser das entweder nicht weiß oder viel eher diese Tatsache einfach mal ausgeblendet hat, musste sogar ein Hans-Georg Maaßen herkommen, um ihr das zu erklären. Ihr habt richtig gehört, Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, der seinen Posten räumen musste und seitdem mit Verschwörungstheorien vom großen Austausch oder dem Untergang der weißen Rasse Europas auffällt. Dass die Bundesinnenministerin so jemanden braucht, um das Offensichtliche erklärt zu bekommen, das ist ja schon mal eine Leistung für sich. Und dennoch, trotz der offensichtlichen Verfassungswidrigkeit dieses Vorschlags, findet man auffällig viel Zuspruch, nicht zuletzt auch von den Parteikollegen von Nancy Faeser aus der SPD. Selbst der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich im Sommerinterview hinter diesen Plänen gestellt. Aber warum kommt so ein Vorschlag ausgerechnet aus dem SPD-geführten Bundesinnenministerium, den man normalerweise von der AfD erwarten würde? In der Frage liegt die Antwort. Denn dieser Vorschlag ist vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen in Hessen zu betrachten, bei denen Faeser als Spitzenkandidatin der SPD antritt. Im Grunde genommen geht man hier nur auf Stimmfang, denn den letzten Umfragen zufolge hat Faeser einen erheblichen Abstand zur CDU aufzuholen und offenbar sind die Stimmen der AfD mit 15% das Ziel der Begierde von Faeser. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt beruhigt sein können, auch wenn ein solches Gesetz vielleicht nicht wirklich kommt. Denn diese Art Politik zu betreiben ist extrem gefährlich. Nancy Faeser verwendet hier ein Narrativ, das durch die Medien über die letzten Jahre etabliert wurde. Arabische Clans sind in Gänze kriminell. Und man könnte hier jetzt schon über den Begriff Clan bzw. Clankriminalität diskutieren. Denn erstens gab es bis vor 2 Jahren keine Definition darüber, was ein Clan ist, beziehungsweise ab wann eine Familie als Clan bezeichnet werden kann. Und es gab auch keine Definition darüber, was Clankriminalität ist. Und zweitens ist die jetzt bundesweit abgestimmte Version der Definition über den Begriff Clan und Clankriminalität sehr ungenau und basiert auf wissenschaftlich nicht fundierten Annahmen über das Gefahrenpotenzial bestimmter Gruppen mit gemeinsamem Abstammungsverständnis. Und in der Praxis sehen wir im Lagebericht NRW zur Clankriminalität von 2021, dass selbst Ordnungswidrigkeiten in die Kategorie Clankriminalität fallen, wenn du einen bestimmten Nachnamen hast. Also mit anderen Worten, Falschparken ist Clankriminalität, wenn du den falschen Nachnamen hast. Und da bringt es auch nichts, wenn hin und wieder in den Medien gesagt wird, dass das nicht alle Familienmitglieder betrifft. Doch in der Regel wird in den Medien Berichterstattungen pauschalisiert und zugespitzt. Ich meine, alleine die Anzahl an Spiegelreportagen auf YouTube sprechen doch hier für sich, liebe Geschwister. Und genau dieses Narrativ wird jetzt aufgegriffen und in eine radikale politische Forderung übersetzt, damit man in der Bevölkerung punkten kann, die ja in den letzten Jahren entsprechend gepolt wurde. Über die Jahre wurde ein pauschales Feindbild arabische Clans transportiert und nun ist man sogar schon so weit, dass man hier radikale politische Vorschläge, Praktiken aus dem Kolonialismus und aus dem NS-Regime fordern kann, ohne nennenswerten Widerstand zu erhalten. Im Gegenteil, man erntet Beifall, sogar vom Bundeskanzler. Das zeigt, liebe Geschwister, wie gefährlich der hiesige Diskurs um Politik und Medien ist und vor allem wie wirksam die über die Jahre hinweg kommunizierten Narrative sind. Denn wenn man nur stark genug ein Feindbild beschwert und immer wieder kommuniziert und thematisiert, dann kann man offenbar ohne großen Widerstand offenkundig verfassungswidrige und repressive Maßnahmen fordern. Und das sollte uns Muslime zu denken geben und uns aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir im öffentlichen Diskurs mitwirken und unsere Position klar kommunizieren. Denn wenn wir einfach nur zuschauen, wie, und das geschieht ja ohne Frage, seit Jahrzehnten gegen vor allem praktizierende Muslime gehetzt wird und wir zum Feindbild Nummer 1 gemacht werden, dann beeinflusst das sehr wohl die öffentliche Meinung und ermöglicht das Politikern, immer repressivere Maßnahmen gegen uns zu ergreifen und zu fordern. Das müssen wir verstehen und darum geht es mir in diesem Video. Nicht darum, die Handlungen einzelner Krimineller irgendwie zu relativieren oder dergleichen, sondern vielmehr um die Mechanismen im öffentlichen Diskurs, Narrative, Feindbildkonstruktion, Feindbildmarkierung und die Beeinflussung der öffentlichen Meinungen, die dann dazu führt, dass es Politikern ermöglicht, ohne Grenzen gegen uns Muslime vorzugehen. Letztlich wird Wahlkampf auf unseren Nacken gemacht, ganz gleich, welche Konsequenzen für uns Muslime im Alltag geschehen. Stichwort Islamfeindlichkeit und Terroranschläge wie Hanau. Wir müssen diese Dinge verstehen, liebe Geschwister, und müssen unsere ganze Kraft einsetzen dafür, den öffentlichen Diskurs in unserem Sinne zu beeinflussen. Denn ansonsten führen die anhaltenden Islamdebatten dazu, dass immer repressivere Integrations- bzw. besser gesagt Assimilationsmaßnahmen vorgenommen werden, ohne dass es irgendeinen nennenswerten Widerstand in der Gesellschaft gibt.